Docksfest gehört zum Ischgler Sommer wie Mountainbiken oder Wandern und ist aus dem Eventkalender nicht mehr wegzudenken. Bei der diesjährigen Auflage sorgten die Ursprungwurm in Kuhstall für ausgezeichnete Stimmung. Der Namensgeber freut sich über die ausgezeichnete Entwicklung des Fests während der letzten Jahre. Wir sind nur einmal im Jahr laut und das ist beim Docksfestl. Sind schon mal im Hintergrund, also ganz ruhig, aber bringen ganz ordentlich was zusammen. Also das funktioniert ganz gut. Feiern für den guten Zweck ist also ein erfolgreiches Konzept. Die große Spendenfreudigkeit seiner Mitbürger erfüllt den Ischgler Hausarzt mit einer gehörigen Portion Stolz. Wir geben im Jahr ungefähr 30.000 Euro aus in Paznaun, wobei wir heuer eine zusätzliche Aktion gehabt haben mit drei betroffenen Familien im Obergericht. Das ist aber unabhängig von dem Fonds gelaufen, wo der Kurz Elmar ein Rundschreiben ausgegeben hat und innerhalb von 8 Wochen haben wir 60.000 Euro überreicht im Obergericht. Aber ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen. Also das, ich kann nur alle den anonymen und nicht anonymen Spendern ein herzliches Vergeltgut sagen. Und wie gesagt, wir geben das eins zu eins weiter. Wir brauchen nicht einmal ein Porto. Wir tragen das hin, geben das den Leuten und hoffen, dass es den Leuten hilft. Und das ist der Zweck von dem Fonds. Mit der Verpflichtung der Ursprungburm ging für Walser ein musikalischer Traum in Erfüllung. Ursprungburm wünschen wir schon seit Jahren. Und heute haben wir es geschafft. Ich kann mich nur bei den anderen bedanken. Ich kann mich nur beim Kuhstallteam bedanken, bei meinen Freiwilligen. Ich glaube, es ist einfach ein wunderschöner Abend. Wetter geht auch mit. Zum Haken ist Gott sei Dank zu 90% hier. Also einen schönen Abend für einen guten Zweck. So gehört sich das. Trotz mehr als 100 Auftritten pro Jahr und 20 äußerst erfolgreichen Alben haben die Musiker aus dem Zillertal die Bodenhaftung nicht verloren und sind für Benefizaktionen leicht zu begeistern. Der Terminkalender, wie du schon gesagt hast, ist natürlich Gott sei Dank relativ dicht und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Im Prinzip natürlich sind wir für so Sachen gern zu haben und wenn wir das richtig mitgekriegt haben, das, da glaube ich, kommt es ja wirklich an den Mann sozusagen, also das Geld. Sagen wir mal, verschwindet nicht in irgendwelchen Hosensäcken, wo man nicht weiß, sondern da weiß man, dass das wirklich was bringt und deswegen machen wir das gerne. Dass man in Ischgl weiß, wie man feiert, tat der Spielfreude der Ursprungwurm natürlich auch keinen Abbruch. Wir waren früher schon mal da, das ist aber viele Jahre her, also jetzt verändert sich ja natürlich auch ständig, also wir haben heute ein bisschen umgeschaut, es ist ja, reiht sich ja ein Hotel nach dem anderen und der Kuhstall natürlich sehr, sehr berühmt durch Funk und Fernsehen und was weiß ich wie. Und freut uns natürlich, dass wir da sein dürfen. Was das Geheimnis ihres Erfolgs angeht, geben sich die sympathischen Zillertaler mehr als bescheiden. Wir machen gern Musik, wir spielen gern Musik und ich kann mir halt nur das erklären, dass vielleicht auch die Leute merken, dass wir wirklich gern machen. Bei uns gibt es kein Playback nicht, mittlerweile schon seit fast 20 Jahren. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Aber was tatsächlich der Grund dafür ist, das glaube ich, muss man die Leute selber fragen. Auch in diesem Jahr kommen die Erlöse von Docksfest wieder dem Verein für unschuldig in Not geratene Paznauner zugute.